In Ländern wie Pakistan oder Indien ist es Nationalsportart Nummer 1. Bei uns aber zum Teil unbekannt. Cricket. Dabei gibt es in St. Gallen ein Team, das ziemlich erfolgreich unterwegs ist. Für St. Gallen Cricketspieler ist das Gewinnen aber zweitrangig. Viel wichtiger ist für sie das Zusammensein. Der Marc Sieger über eine völkerverbindende Sportart, die bei den Schweizer aber noch nicht so ankommt. Ein ungewohnter Anblick am Donnerstagabend hier auf dem Sportplatz Gründemoos. Für einmal shooten die Sportler nicht den Ball übers Feld, sondern hauen mit einem Holzschläger drauf. Seit 2014 trainiert der St. Gallen Cricket Club schon hier hinter dem Kibun Park. Wie unbekannt der Sport in der Schweiz ist, zeigt, dass die Spieler immer noch regelmässig verwunderten Spaziergängern erklären müssen, was sie hier machen. Die Schweizer, die haben gar nicht gewusst, was davon ein Spiel ist. Die haben immer verglichen mit Baseball und so, aber Cricket ist eigentlich eine von berühmtesten und bekanntesten Sport in der ganzen Welt. Cricket für uns ist extrem, das ist in unserem Blut. Sogar als Kind haben wir gewusst, was Cricket ist. Haben wir immer Cricket gespielt statt Hausaufgaben oder Essen. Aufgewachsen ist der Ali Abbas in Pakistan, wo die Sportart sehr beliebt ist. Mittlerweile gibt es aber auch in der Schweiz schon 16 Teams. Die St. Galler Mannschaft gehört zu einem der erfolgreichsten. In der Schweiz und bei weltweiten Turnieren spielt das Team Zoberschmidt. So zum Beispiel vor kurzem an einem internationalen Turnier in Prag, wo sich St. Galler erst im Finale gegen die indische Nationalmannschaft geschlagen musste. Der Erfolg ist den Ostschweizer Cricketspieler aber auch gar nicht so wichtig. Für sie zählt vor allem die Geselligkeit beim Spiel. Beim Cricket sagen sie alle gleich, sagt der Mannschaftskapitän Nasir Mahmoud. Seine Spieler kommen aus Indien, Pakistan, Afghanistan oder Jamaika. Sogar drei politische Flüchtlinge spielen mit. Das Spiel ist eine sehr gute Integrationsplattform für Leute, die aus anderen Ländern kommen. Sie können sich hier austauschen, Freunde finden, einer Aktivität nachgehen und so am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Die Freude am Spiel und unsere Freundschaft ist etwas, das uns bei jedem Training verbindet. And meet each other and be friends with each other. Und die Freunde heben zusammen. So hat das ganze Team zusammengelegt, um den drei Flüchtlingen die Cricket-Ausrüstung zu zahlen. Der multikulturelle St. Gallen Cricket Club wäre gern sogar noch etwas vielfältiger. Lustigerweise sind es nämlich die Spieler mit Schweizer Wurzeln, die fehlen. Das würde Ali Abbas gern ändern. Mehr Freude, wenn die Schweizer Jungs oder die Jewel oder allgemein Schweizer, die zeigen Interesse, dann haben wir auch ein bisschen mehr Erfolg. Und wenn wir auch ein bisschen mehr Schweizer Leute haben in unserer Mannschaft, da haben wir auch spezielle Punkte im League, wenn wir einheimische Leute haben. Und das ist etwas sehr, sehr positiv für uns. Das Ziel des Clubs ist, besser werden. Auch wenn für das Team die Freundschaft an oberster Stelle steht, irgendwann, wenn es die indische Nationalmannschaft eben durchschlägt. Schlagen will auch Marcella ihre drei Konkurrenten. Die 33-Jährige muss heute im Swiss Dinner ihre Gäste mit einem asiatischen Menü überraschen. Nicht gerade die Lieblingsküche der gebürtigen Italienerin. Ja, und im Olma Magazin testet unsere Kollegen von St. Gallen TV die Gesangskünste der Olma Besucher. Es geht also kulinarisch und musikalisch weiter bei uns im 60 Minuten. Und jetzt, gerade im Anschluss, sehen wir die Wetteraussichten für die nächsten Tage. Bleiben Sie dran.